Hallo Pilzfreunde und willkommen zu meinem neuen Video. Vor einer Woche gab es die ersten kräftigen Regenfälle und auch die Woche über hat es immer wieder mal geregnet. Und da habe ich mir gedacht, schaust du heute mal ein bisschen, ob sich irgendwas getan hat. Es ist noch ein bisschen früh. Normalerweise sagt man so 2 Wochen, 3 Wochen nach den kräftigen Regen sollte sich was getan haben. Aber wie gesagt, ich bin heute einfach mal neugierig und werde mal schauen, ob es irgendetwas Pilziges zu finden gibt. Ich nehme euch einfach mal ein Stück mit und wünsche euch viel Spaß mit dem Film. Ich bin hier gerade in einem Laubwaldstück unterwegs, also hier stehen vor allen Dingen Eichen, auch ein paar Buchen. Und hier hat sich doch tatsächlich was finden lassen. Das schaut mir jetzt nach dem Maipilz aus. Ja, auch wenn der Maipilz heißt, kann man den immer noch bis in den Juni finden. Dann hört er langsam auf zu wachsen. Wir werden uns den mal anschauen. Ja, das sieht gut aus. Das sind eindeutig Maipilze. Das ist natürlich eine feine Sache, da freue ich mich drüber. Bisher haben sich Maipilze nicht finden lassen. Wie gesagt, bei uns der Mai war sehr, sehr trocken gewesen. Und ja, mal schauen, hier stehen ein paar, die sind nicht allzu groß, aber das wird das erste für den Korb werden. Was sich im Frühjahr auch finden lässt, das ist der Maistielporling. Also hier an ein paar liegenden Ästen haben sich ein paar Fruchtkörper gebildet. Das ist ein typischer Pilz des Frühjahrs. Ich habe hier mal ein paar Fruchtkörper abgemacht, damit wir uns die besser anschauen können. Also hier auch mal von der Unterseite. So schaut er aus. Hier kann ich euch mal nicht direkt den Pilz zeigen, aber hier sieht man das Werk eines Pilzes. Das war mal eine riesengroße stattliche Eiche. Und man sieht hier diese rotbräunliche Farbe im Inneren. Das ist einfach das Ergebnis einer Besiedlung mit einem Pilz. Ich weiß, dass hier jahrelang ein Schwefelporling gewachsen ist. Den habe ich auch immer mal beobachtet. Der hat den Baum jetzt also wirklich völlig zersetzt. Das ist das Werk eines Pilzes, der Zellulose abbaut. Übrig bleibt dieses rotbraune Lignin. Ja, das liegt auch hier am Boden und das Typische ist, dass man das praktisch so würfelförmig zerbrechen kann. Das ist also das Lignin. Der Pilz hat die Zellulose verarbeitet, hat sich davon ernährt und übrig bleibt dieses rotbraune Etwas. Man sieht hier jetzt zum Beispiel auch der Rest vom Baum, der hier mal runtergestürzt ist, liegt hier am Feldrand. Ja, auch sowas wollte ich mal einfach heute gezeigt haben. Immer wieder begegnen uns hier die Maistielporlinge. Ja, es sei noch erwähnt, dass das natürlich kein essbarer Pilz ist, nur was fürs Auge und einfach nur mal was zum Anschauen. Ganz typisch natürlich jetzt für die Zeit ist der Schwefelporling. Hier an einem alten Obstbaum, das ist so ein ganz typischer Standort, wo der gern vorkommt. Ja, der ist schon unverwechselbar, diese leuchtend orange-gelben Töne. Ich muss mal aufpassen, diesen Brennnesseln, den würde ich hier ganz gern nochmal zeigen. Ja, hier auch ein sehr schöner Fruchtkörper. Hier drüben ist der nächste. Ja, also die haben hier diesen alten und sterbenden Baum komplett besiedelt. Also das bedeutet natürlich auch das Ende für den Baum, ganz klar. So ist einfach der Lauf der Zeit. Ja, wenn die Fruchtkörper jung sind, ist der auch genießbar. Also die hier sind mir eigentlich schon ein bisschen zu zäh. Der muss schon richtig jung sein, dann ist der Fruchtkörper ja dann eher so kugelig in der Form. Also hier hat man dann schon diese flachen, konsolenartigen Fruchtkörper, da ist er mir schon zu alt. Ja, ansonsten hätte man den sogar mitnehmen können, aber so bleiben die einfach mal hier stehen.
Einfach mal so am Rande erwähnt, hier blüht jetzt bei uns überall der Holunder. Da freut sich meine Frau immer drüber jedes Jahr, denn die macht hier ganz feines Holundergelee draus. Ja, wir haben schon ein paar Gläser fertig, aber hier wird sie wohl ja noch mal losziehen müssen. So, ich bin jetzt Richtung Nadelwald unterwegs und hier am Rand haben sich doch ein paar Pilze finden lassen. Die sind natürlich völlig hinüber, aber trotzdem zeigenswert. Das sind hier mal Champignons gewesen. Hier drüben stehen noch mehr. Kann ich auch noch mal zeigen. Ja, wie gesagt, hier bin ich natürlich viel zu spät da dran. Aber immerhin, es ist doch was Pilziges, was sich zeigen lässt. Also wie gesagt, leider zu spät. So kann man natürlich auch gar nicht mehr die Arten mehr bestimmen. Aber die dunklen Lamellen, der weiße Hut, also das, was noch übrig ist davon, zeigt doch, dass es hier Champignons mal gewesen sind. An dem alten Holunder haben sich noch mal bedingt durch das feuchte Wetter ein paar Fruchtkörper vom Judasohr gebildet. Die hier sind natürlich alle hinüber. Die wären jetzt nichts mehr für den Sammelkorb, aber einfach nur mal so zum Zeigen. Die nächste Pilzart für heute ist der Rettichhelmling. Auch hier erscheinen jetzt die ersten Fruchtkörper. Das ist ein Pilz, den ich ja auch schon des Öfteren gezeigt habe. Ja, der wirkt hier ein bisschen blass vielleicht, ist aber die violette Form. Endlich zeigt sich auch etwas, worauf ich heute eigentlich gehofft habe. Ich habe mir so gedacht, dass sich die ersten Röhrlinge so zeigen müssten. Und das ist hier tatsächlich ein Röhrling. Das ist ein Hexenpilz, ein Flockenstiel, ja, Hexenröhrling. Und ja, der ist natürlich arg angefressen. Ich gucke mir trotzdem mal an. Ja, wenn es noch nicht so viel gibt, bin ich ja nicht ganz so wählerisch. Ich werde mal schauen, ob der sich noch verwerten lässt. Aber das ist natürlich eine ganz typische Pilzart. Jetzt für den, ja, Frühsommer kann man schon sagen, wenn das Frühjahr sich langsam verabschiedet, dann sind die eigentlich ganz typisch und ja, bei günstiger Witterung schon ab ja, Ende Mai zu finden, auf alle Fälle jetzt im Juni, liefern die eigentlich schon ganz gute Sammelergebnisse. So, jetzt bin ich schon länger hier im Nadelwald unterwegs, ohne irgendetwas zu finden. Aber jetzt ist hier doch was ganz Interessantes aufgetaucht. Das ist der erste Wulstling des Tages. Das dürfte hier der narzissgelbe Wulstling sein. Also auch etwas aus der Verwandtschaft von Perlpilz, Grauenwulstling und so weiter. Und das ist ein, ja, Wulstling, den man nicht ganz so häufig findet. Nach dem müsst ihr mal die Augen aufhalten. Die Hutfarbe ist ganz typisch. Das ist ein ganz typisches Gelb, ein ganz bestimmter Gelbton. Wenn man den mal gesehen hat, prägt er sich eigentlich auch ganz gut ein. Ich will den eigentlich jetzt auch nicht entnehmen. Den möchte ich hier stehen lassen und der kann ruhig noch ein bisschen weiter wachsen. Also einfach mal was zum Zeigen. Was man hier auf dem Hut eigentlich ganz gut sieht, das sind auch die Hüllreste, die hier teilweise auf dem Hut verbleiben. Ja, ansonsten, wie gesagt, bleibt der jetzt hier natürlich stehen. Ich möchte den jetzt eigentlich nicht rausmachen und zeige den einfach mal so. So, ich bin jetzt wieder in einem Laubwaldstück unterwegs und hier ist eigentlich ein guter Täublingsstandort. Es ist ja eigentlich auch schon die Zeit dafür, aber bisher habe ich noch keine gefunden, bis auf den hier. Das ist jetzt der erste, das sollte ein Frauentäubling sein. Den werde ich auch mal mitnehmen, der sieht nicht schlecht aus. Ja, wie gesagt, auch ein bisschen angefressen, aber naja, heute sehe ich das mal nicht ganz so verbissen. Ja, ist auf jeden Fall ein Frauentäubling. Und der erste Täubling für dieses Jahr, da freue ich mich drüber. Ich hoffe, dass da noch eine ganze Menge dieses Jahr kommen werden. Das sind ja definitiv meine Lieblingspilze, habe ich ja schon oft genug gesagt. Und das kann ich auch immer wieder nur wiederholen. Also Täubling ist auf alle Fälle eine Sache, die sich lohnt. Gerade auch für Anfänger, wenn die sich ein bisschen weiter mit Pilzen beschäftigen wollen, sind Täublinge eigentlich ein sehr guter nächster Schritt. So, Pilzfreunde, ich werde die Runde jetzt beenden. Es geht wieder zurück nach Hause. Ja, für eine erste kleine Erkundungstour war es gar nicht so schlecht. Für den Sammelkorb ist natürlich nicht viel dabei gewesen. Ja, leider noch nicht so richtig was los, aber ich denke mal, in einer Woche, vielleicht in 2 Wochen, könnte sich das schon
wesentlich ändern, könnte vielleicht was mehr los sein, wenn also jetzt nicht in der nächsten Woche gerade die große Trockenheit ausbricht. Ja, ansonsten könnte es sich dann schon lohnen und da werde ich sicherlich wieder unterwegs sein. Also so an Arten hat sich doch einiges finden lassen, wenn es auch wie gesagt jetzt nicht für Speisezwecke alles geeignet war. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, die kleine Erkundungstour. Und zum Abschluss gibt es natürlich wieder einen Blick in den Korb. Ansonsten ja, viel Spaß mit dem Film und bis zum nächsten Mal. Tschüss.